Ja Leute, was geht euer Vanities hier? Wieder mit einem neuen Video. Dieses Mal kein Cut-Commentary, weil ich mich eigentlich ziemlich auf die, sag ich mal, auf die Story fokussieren möchte. Und zwar ist was passiert, was mir ziemlich die Motivation geraubt hat und ich wollte eigentlich, sag ich mal, ein bisschen da euch aufklären, was da eigentlich passiert ist. Viele, die mich auf Snapchat und so weiter haben, auf Facebook natürlich, wissen von der ganzen Sache Bescheid, mehr oder weniger. Ich habe ein paar PNs beantwortet. Und ein paar, oder beziehungsweise einige auch nicht. Ich habe wirklich Nachrichten im Sekundentag bekommen. Und ja, ich hatte einfach keine Motivation, irgendwas zu machen. Ich habe keinen Bock, irgendwie rauszugehen, keinen Bock auf Fitness und so weiter, weil das hat mich eigentlich schon heftig, sag ich mal, getroffen. Und es war für mich, sag ich mal, so eine Zeit, wo, so eine Phase gerade eben, wo ich sage, ich habe echt gar keinen Bock auf gar nichts. Und ich glaube, das ist hoffentlich so die letzte Phase, die ich jemals haben werde, weil ich mag echt irgendwie gerne was unternehmen, aber dieses Mal war es echt zu viel. Und ja, ich erzähle euch gleich die Story, und zwar geht es alles um eine Strafanzeige, die ich gestellt habe gegen einen Typen. Wie das alles, sage ich mal, verlaufen ist, werde ich alles sagen, und wenn ihr mal gezogen seid, könnte ich euch noch ein paar Tipps geben, also so ein kleines Fazit, was ihr machen sollt oder wie ihr da vorgehen sollt, weil es ist wirklich alles real. Ich war vor kurzem bei der Polizei, werde euch alles noch dazu detailreich wie möglich erklären. Vorab werde ich noch sagen, ich werde den Namen von diesem Typen, der mich gezogen hat, nicht erwähnen, eben um seine Privatsphäre zu schützen, weil ich glaube, der hat schon genug gelitten darunter und der weiß eben nicht, wann kommt da jetzt ein Urteil, wann kommt da ein Schrei, wann kommt Polizei und so weiter. Ich weiß selber nicht mal, man hat mir nur grobe Auskunft gegeben, von dem her, hört es euch einfach an, ich erzähle euch einfach mal die ganze Geschichte. Genau. Ich spiele ja ziemlich gerne GTA, das ist ja, ich sage ich mal, so das Normalste in der Welt. Und ich wollte damals einen neuen Account haben, also mit dem ganzen Geld, weil damals mein Account gesperrt wurde, beziehungsweise halt zurückgesetzt, das Geld wurde zurückgesetzt, und ich habe dann mal gefragt, wie kann man diese 30-Tage-Sperre übergehen, beziehungsweise ich habe das in Facebook einem geschrieben, und zwar, wie kann ich diese Sperre umgehen, oder gibt es diese Sperre, gibt es da irgendwie eine andere Möglichkeit? Das war das Einzige, ich habe nicht direkt nach dem Online-All gefragt, aber es haben sich halt viele gemeldet. Viele haben gesagt, du kannst es nicht übergehen, weil es halt so, von der PS3 auf die PS4, also die meisten haben ja gejailbreakte PS3, die Online-Alls machen, auf die PS4, um das zu übertragen, dauert 30 Tage. Alle 30 Tage, beziehungsweise einmal pro Account könnt ihr das nach 30 Tagen übertragen auf die PS4. So, ich habe das damals geschrieben, vor eineinhalb, zwei Monaten oder sowas, haben sich viele gemeldet per PN, aber ich habe echt keinen Bock drauf gehabt. Ich hätte es auch wirklich alles aussetzen können und wirklich mir sehr viele Accounts machen können und die verkaufen können, aber ich wär's echt nicht so ein Assi, ich bin da schon ehrlich zu euch. So, und in letzter Zeit haben meine Kumpels einfach ziemlich viel GTA gezockt und ich wollte einfach auch mitzocken. Ich habe aber gesehen, die ganzen Updates und so weiter, um da richtig Spaß zu haben, die kosten richtig viel Geld. Natürlich, ich habe nicht so viel Zeit mehr zum Zocken wie früher, gehe natürlich auch arbeiten und so weiter, und ich wollte natürlich jetzt auch kein Underground kaufen. Dann irgendwann mal hat mich ein Typ angeschrieben, ich nenne es einfach mal Peter. Dieser Peter hat mir angeschrieben, er hat gefragt, hey, brauchst du einen Modder, der für dich UAs macht, wenn du daran interessiert bist, schreib zurück. Ja, solche Anfragen bekomme ich natürlich täglich eigentlich fast. Es schreiben viele, ob sie meine Modder sein wollen. Ich habe bislang eigentlich, sage ich mal, immer nein gesagt, weil ich es eigentlich nicht brauche. Ich spiele eigentlich, sage ich mal, meine Sachen normal, außer natürlich GTA, weil das ist echt, sage ich mal, schon Abzocke eigentlich von GTA, wie teuer das ist und mit den ganzen Shardcards und sowas. Und die DSCs, die teuer sind. Klar, die DSCs selber sind umsonst zum Downloaden, aber die Sachen zum Kaufen in-game sind einfach schon heftig teuer. Ja, und ich habe halt geschrieben, ja, ich brauche einen Underground in GTA. Er hat geschrieben PS3 oder PS4, ich so PS4, was kannst du alles machen und so weiter. Das ging halt so eine Diskussion, wechseln Underground. Wie gesagt, das war also komplett kostenlos. Ich habe nicht dafür bezahlt, ich wollte eigentlich auch keinen, aber ich habe mir damals gedacht, okay, meine Kumpels zocken gerade GTA, wäre nicht schlecht, wenn ich auch mitzocken könnte. Und dann habe ich erstmal so gefragt, ja, hier ist, wie ist mit dem Übertragen? Ja, so, ja, aber du musst 30 Tage warten, um zu übertragen. Ich habe geschrieben, ich will halt so einen neuen Vanity-Account. Ich wusste damals nicht, ob dieser Account schon GTA Unlock All hatte oder übertragen wurde, weil ich dementsprechend nicht oft GTA zocke eigentlich. Ich habe ihm meine Account-Daten gegeben. Dann habe ich noch dazu geschrieben, er sollte nicht übertragen sein. Das heißt, ich wusste nicht, ob der übertragen war, ich wusste nicht, ob da überhaupt ein Spiel schon auch in GTA drauf war. Dann hat er noch gefragt, okay, welches Level, welches Geld und so weiter, habe ich ihm alles geschrieben. Okay, dann hat er gesagt, okay, er fängt es an, er spielt jetzt den Prolog auf der PS3. Dann gehe ich mir so, okay, scheint legit zu sein, er scheint das wirklich zu machen. So, die letzte Nachricht war am 9. Januar, am 21.32 Uhr, da hat er geschrieben, ich bin fertig mit Prolog. Und dann ging es eigentlich los.
Ich habe dann gepennt, weil ich dementsprechend morgen zur Schule musste. Das war der erste Schultag, oder glaube ich, das war der erste Schultag am Montag, glaube ich. Und ich stand halt dann früh auf und sehe in meiner E-Mail so drei Sachen von PayPal. Und das waren drei Abbuchungen. Das waren zweimal eine Abbuchung von 70 Euro und eine, glaube ich, von in Höhe von 50 Euro. Insgesamt waren es, glaube ich, 189,97 Euro. Insgesamt, wo der Typ mir einfach mein Konto abgebucht hat. Das war das Dumme von mir, das muss ich zugeben, das war ziemlich fahrlässig für mir. Auf diesem PSN-Konto von mir, da war eine Abbuchung von PayPal vereinbart, weil es quasi mein Haupt-PSN-Account ist. Und ich habe jetzt ja nicht wirklich, sage ich mal, wertvolle Sachen drauf oder so. Also mir gab es den Ziel, da sind halt FIFA 16 und sowas drauf. Ich meine, ist eher eh mittlerweile wertlos. Aber da war halt PS Plus drauf. Das Einzige eigentlich so, mein Gott, die 50 Euro. Aber ich habe vergessen, da war nämlich eine automatische Abbuchung von PayPal drin. Und ja, es ist halt so, dass man quasi nur noch seinen Personalausweis eingeben muss, beziehungsweise seinen Reisepass oder was weiß ich, Ausweis-ID, dass du quasi da was abbuchen kannst von meinem Konto, von meinem PayPal-Konto. Der Typ hat echt sich die 30 € erlaubt und wirklich was abgebucht von meinem PayPal-Konto. Er hat meinen PSN-Account komplett, sag ich mal, downgelegt. Er hat komplett die E-Mail geändert, das Passwort und so weiter. Was er noch gemacht hat, ist in meinem Instagram-Account. Also er war wirklich in meinem Instagram-Account, weil ich habe für ein paar Sachen die gleichen Passwörter. Aber nur für ein paar. Also nicht wirklich alles. PayPal zum Beispiel ist wirklich separat. Facebook und so weiter. Snapchat, Twitter. Ich habe nur für ein paar, wirklich nur ein paar Accounts die gleichen Sachen. Aber er hat sich wirklich in jeden Account, er versuchte überall, Social Media, egal wo, er versuchte überall reinzukommen. Ohne Witz. Ich habe es nämlich gesehen, der hat auch war auch zum Beispiel in meiner zweiten E-Mail drin. Da lief zum Beispiel Steam und Instagram zum Beispiel. Instagram, er war in meinem Account drinnen. Weil ich nämlich in der Früh, ich kann mal schauen. Und zwar in der Früh habe ich von Instagram nämlich einen, ihr kennt es doch, diese Zwei-Stufen-Verifizierung. Ich weiß jetzt nicht, ob euch Zwei-Stufen-Verifizierung was sagt. Ist das so, bei Instagram gibt es diese Zwei-Stufen-Verifizierung mit der SMS-Code und so weiter. Er hat sich erstmal natürlich mit dem Passwort reingegangen. Da steht erstmal, ja, Passwort eingeben. Beziehungsweise halt, da wird halt eine SMS auf mein Handy geschickt, den Code müsst ihr eingeben und dann sind ihr in meinem Account drinnen und könnt irgendwas ändern. Gott sei Dank habe ich diese Zwei-Stufen-Verifizierung gemacht, sonst wäre nämlich jetzt mein Instagram-Account weg, weil er hätte diesen Code eingeben müssen, dann wäre er erst drin gewesen, aber er hätte natürlich das Passwort zurückgesetzt und das habe ich natürlich auch per E-Mail bekommen. Was habe ich noch bekommen? Genau, er war ja in meiner zweiten E-Mail-Adresse drinnen. Da war mein Steam-Account und mein PSN-Account, quasi, wo er geändert hat. Ich habe diese E-Mail von PSN, wo quasi mein Passwort geändert wurde, beziehungsweise auch die E-Mail, in meinem Papierkorb gefunden. Und ich bin auf der E-Mail kaum drauf eigentlich. So alle, vielleicht eine Woche, zweimal höchstens, um die E-Mails zu checken. Und er war wirklich tatsächlich drauf und hat dann wirklich das geändert und den Papierkorb verschoben. Ich habe gesehen, ich habe noch einen Steam-Account, da ist aber nichts drauf, außer Jerry's Mod. Und das hat er auch geändert. Gott sei Dank konnte ich das alles zurückverfolgen über PayPal und so weiter und konnte das dann rechtzeitig ändern. Bei PSN werde ich es noch gleich sagen, aber auf jeden Fall ist es richtig heftig. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, ob ich es weitermachen soll mit den Accounts, wie ich das zurückbekommen habe, oder um seine Beichte, oder wie ich mit der Strafanzeige vorgegangen bin. Aber ich fange, glaube ich, erstmal mit PSN an. Und zwar ist ja so, das wurde ja alles über PayPal in Verbindung mit PSN, also Sony, verknüpft und abgebucht. Und ich habe damals ja diese Abbuchung vereinbart über PayPal. Und darum stand es auch auf meinem PayPal-Account. Quasi drei Abbuchungen. Ich habe mich eingeloggt, ganz normal. Der war nicht in meinem PayPal-Account drinnen. Und habe einfach auf Konfliktlösung gegangen und habe gesagt, okay, Problem melden, fremder Kontozugriff. Dreimal fremder Kontozugriff. Und da hat die Frau von PayPal da gesagt, also nette Dame da, die waren ziemlich nett übrigens am Telefon, die hat dann gesagt, okay, das war jetzt eher suboptimal, weil dadurch nämlich mein PSN-Account temporär gesperrt wird, bis das Problem behoben wird. Ja, aktuell ist mein PSN-Account immer noch gesperrt und das ist halt das, was mich jetzt gerade so die Motivation raubt, weil da einfach wirklich viele Spielstände sind von COD und ich habe gar keinen Bock, das nochmal zu spielen, ohne Scheiß. Also Black Ops 2, Black Ops 3, EW, naja, EW habe ich eh nicht gespielt, MWR halt. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Das hat wirklich sehr die Motivation geraubt, FIFA war auch noch drauf und ja, ich auf jeden Fall, ich habe am PayPal angerufen, hab gefragt, was ich machen soll. Ja, also falls wirklich jemand in eurem Account reingeht und über PayPal irgendwas abbucht, dann ruft direkt Sony an und beantwortet einfach die Sicherheitsfragen und wirklich die Sicherheitsfragen und so weiter, gebt ihr so genau wie möglich an, gebt auch wirklich euer richtiges Alter an, weil das ist nämlich sehr wichtig, beziehungsweise euren Wohnort, weil die fragen wirklich alles nach und bei den Sicherheitsfragen und von dem her gebt es wirklich ehrlich an.
Ich habe es dann so gemacht, ich habe nachdem ich Pepper angerufen habe, haben die mich auf Sony verwiesen. Das läuft alles über Sony, dann habe ich bei Sony angerufen, die haben die Sicherheitsfragen gemacht. Und ja, ich werde die Telefonnummer von Sony, die ist wirklich, ruft bei Sony an, wenn ihr irgendein Problem habt mit eurem Konto, ruft bei Sony an, weil Schriftverkehr ist wesentlich langsamer als hier persönlich mit Telefon oder halt vor Ort natürlich, ist ja klar. Die Telefonnummer von Sony ist unten in der Beschreibung, schaut einfach mal vorbei. Und ja, mit Sony habe ich alles geklärt, die haben die Abbuchung bzw. die Zurückbuchung von dem ganzen Betrag schon vereinbart mit mir und hat gesagt, okay, 1 bis 5 Werktage dauert es, dann ist wieder zurück auf mein Konto, erstmal gut, ich habe mein Geld wieder. Das ist mir erstmal das Wichtige, aber mir ging es nicht um das Geld, sondern mir ging es eigentlich eher darum, dass der Typ erstmal seine gerechte Strafe bekommt, weil ich glaube nämlich an Karma, wenn ihr wirklich was Schlechtes macht, bekommt ihr Schlechtes zurück und in dem Fall wird es auch so passieren. Und ich habe mir gedacht, ich muss auch mal ein Ausrufezeichen setzen, weil ich weiß nicht, ich habe auch eine gewisse Reichweite, es gibt viele Leute, die in der Modding-Szene bekannt sind, beziehungsweise es gibt auch viele Zio allgemein und ich denke mal, wenn sich das so rumspricht, dass der Typ, also wenn, dass ich ihn angezeigt habe und dass da wirklich irgendwas passiert ist, dann werden die, sage ich mal, die einen oder anderen, ja, ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Ziehen und ja, das genau will ich halt erreichen. Ich habe also unter Facebook in der Früh um 6 oder 5, wo ich halt aufgestanden bin, musste halt zur Schule fahren, zur Berufsschule. Da war ich dann quasi auf, habe meinen Laptop aufgemacht, beziehungsweise hochgefahren und habe erstmal gepostet, ja, der hat mich gezogen. Kennt ihn jemand und so weiter. Haben sich einer gemeldet, ich will jetzt nicht seinen Namen sagen, er weiß schon, wen ich meine. Ich glaube, er fängt mit T an, glaube ich. Den habe ich auf jeden Fall bei der Polizei auch erwähnt. Er hat mir seine Handynummer gegeben von diesem Typen, von diesem Peter, der mich gezogen hat und seine Adresse, weil ich schon mal bei ihm was gekauft habe. So, ich habe erstmal was gegen ihn in Hand gehabt. Ich bin am selben Tag, habe ich mir überlegt, soll ich jetzt zur Polizei gehen oder nicht? Bis mich einer angeschrieben hat, der hat gesagt, hey Kevin, mach das, zieh das durch, es zählen zu viele Leute und du musst echt mal ein Ausrufezeichen setzen. Und das war genau meine Intention jetzt. Danke nochmal, ich weiß nicht mehr, wer genau das war, wo mich da angeschrieben hat, aber auf jeden Fall danke nochmal. Ohne dich, glaube ich, hätte ich das nicht durchgezogen. Also, der hat mir quasi so eine Motivation, so einen Anreiz gegeben. So, ich bin dann zur Polizei gegangen am Nachmittag nach der Schule und habe erstmal den Sachverhalt so gesagt, geschildert ganz normal, ganz grob in Details und hat gesagt, ja, das fällt unter Computerbetrug, hat er halt Internetbetrug und ich soll morgen noch zur Vernehmung kommen. Er hat erstmal so gefragt, so Wichtiges, natürlich habe ich irgendwie so Kontaktdaten von ihm, weiß ich, wer das ist und so weiter. Ich habe gesagt, ja. Und der so, ja, aber woher weißt du bitte, beziehungsweise woher wissen Sie bitte, dass er das runtergeladen hat und beziehungsweise abgebucht hat? Dann habe ich ja gesagt, er hat es zugegeben. Er hat es wirklich zugegeben, er hat geschrieben, ich gebe es dir zurück und so weiter, hey, sorry und so weiter. Ich habe alles wirklich geschwindestrottet, ich habe es alles zur Polizei gegeben bei der Vernehmung. Und bei der Vernehmung ist ja quasi das so, ihr schreibt zusammen einfach diesen, ich weiß nicht, wie man es nennt, Bericht oder halt diesen Sachverhalt muss nochmal schildern und da einfach jedes Detail klären, wie das dazu kam und so weiter. Jetzt aktuell ist es noch bei Anzeigen gegen Unbekannt, weil wir eben nur seinen Vornamen müssen, sein Nachname ist ja quasi irgendwie, ja, abgekürzt oder was weiß ich, was einfach frei erfunden. Und wir haben jetzt natürlich seine Telefonnummer und hat natürlich am Tag davor recherchiert. Hat er gesagt, er setzt sich heute Abend noch am PC und schaut mal, was er findet. Er hat wirklich innerhalb von, nicht mal ein paar Minuten, seine Adresse gefunden oder halt da, wo der Internetprovider ist. Es war ziemlich interessant zu hören und so weiter. Und weil er selber hat auch noch schon Ahnung gehabt mit PSN und so weiter. Er zockt selber, fand ich witzig eigentlich. Er war wirklich sehr nett, er hat mir wirklich sehr geholfen, hatte wirklich ein offenes Ohr. Von dem her könnt ihr wirklich sagen, Polizisten sind schon Freund und Helfer, aber natürlich benehmt euch gescheit. Also auch wechseln und euch zum Beispiel, er hat gesagt, das ist selber eine Grauzone. Ich weiß nicht, ob da irgendwie gesetzlich irgendwie was ist, aber wenn euch Sony oder so oder halt Rockstar Games zum Beispiel jetzt wirklich verklagt, dann könnt ihr echt da nichts dagegen machen. Dann seid ihr halt dran, müsst ihr aufpassen und natürlich, wenn ihr Underground verkauft, ihr wisst, ab einem bestimmten Geldbetrag müsst ihr auch, seid ihr steuerpflichtig, von dem her informiert euch auf jeden Fall. Ich will es euch nur ans Herzen legen und ja, wie gesagt, er hat dann gestanden und ich habe die Screenshots alles natürlich gescreenshottet. Ich habe noch meine MAC-Adresse von der PS4 gegeben, damit er Sony anrufen kann, die MAC-Adressen vergleichen und er weiß dann einfach, welches System es runtergeladen hat, beziehungsweise Sony. Und die haben einfach wirklich, er hat alle Beweise gesammelt, er wollte alles wissen, jeden Chatverlauf. Und ja, so war es auf jeden Fall. Wie könnt ihr eigentlich allgemein gegen Zier vorgehen? Ich hätte erstmal gesagt, niemals PaySafe-Karten, weil da steht ja dran, ich soll den Code nicht weitergeben, natürlich war es von mir auch fahrlässig, aber ja gut, ich weiß, manchmal vertraut man Leuten und sollte es eigentlich nicht machen. PayPal ist die sicherste Zahlungsmethode, das kann ich euch jetzt schon sagen und ich weiß nicht, also
An sich, wenn ihr irgendwie Probleme habt mit eurem Konto, geht zu Sony hin. Und bei den Dings hier, bei den, sag ich mal, bei den Ziehern an sich, wenn ihr irgendwie Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich habe eigentlich ziemlich ein offenes Ohr für alles, außer natürlich, ich habe gerade kein Internet. Ja, und das war die Geschichte. Wie gesagt, das hat mir wirklich sehr die Motivation geraubt. Erstmal, ich wollte natürlich mein Geld zurückbekommen. Ich habe sehr viel Aufwand gehabt mit PayPal, mit Sony, mit der Polizei. Ich war zweimal da für ein paar Stunden und es war wirklich sehr, sehr viel Aufwand. Ich glaube, ich war auf 180 in der Früh. Ich wollte nicht in der Schule gehen. Ich habe keinen Bock gehabt. Ich hätte am liebsten irgendwas kaputt gemacht. Ohne Witz, ich war so wütend. Und auch am Tag danach, da hat er mich angeschrieben, hat gesagt, er will mich auf einmal anzeigen. Also das war echt so ein Witz. Ja, ihr fragt mich ja wahrscheinlich, was kommt auf ihn zu? Ja, erstmal die Anzeige läuft erstmal über die nächste Polizeiinspektion, die für mich zuständig ist. Irgendwie. Dann, was war es noch? Dann, glaube ich, ist, glaube ich, die Staatsanwaltschaft im Spiel von seinem Wohnort, da wo er halt am nächsten wohnt, beziehungsweise da, wo er halt die Zuständigkeit ist von der Staatsanwaltschaft für seinen Wohnort. Und, warte mal, was war es noch? Ja, also er kann sagen, er kann keine Details zu der Strafe sagen, kann sein, dass er Sozialstunden ableisten muss, kann sein, dass er ein hohes Bußgeld zahlen muss, man weiß es nicht, kann sein, dass das Verfahren eingestellt wird und ich kann zivilrechtlich noch irgendwas machen, ist mir egal, aber Hauptsache der Typ hat jetzt Angst und ich hoffe, dass wenigstens seine Eltern diesen Brief in die Hand bekommen, dass gegen ihn ermittelt wird, weil ich finde schon, wenn es wirklich der Sohn so kriminell ist, sag ich mal, ist kriminell, ist Kleinkrimineller, dann sollten die Eltern das wissen, sag ich mal, was das vorbeugen, weil ich glaube, das ist nicht so toll, wenn man angezeigt wird. Also, wenn mein Sohn irgendwie sowas machen würde, ich bin jetzt nicht Vater, aber wenn mein Sohn jetzt irgendwie sowas machen würde, das wäre halt echt scheiße. Ich würde mich da echt komisch vorkommen und sagen, hey, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Und von dem her hoffe ich auf jeden Fall, dass es unterlässt. Und zweitens, dass er daraus lernt. Das ist mir das Wichtigste, dass es unterlässt und daraus lernt und dass ich selber noch, ein dritter Punkt, ein Ausrufezeichen in der Community machen kann. Und von dem her, denke ich mal, war die Strafanzeige gerechtfertigt und alles passt es eigentlich. Und ja, Leute, das war die Story dazu. Wie gesagt, es war viel Aufwand, es hat mich sehr viel Nerven gekostet, sehr viel Zeit und die hatte ich eben nicht für Videos. Und wie gesagt, meine PSN-Account ist immer noch gesperrt. Ich weiß nicht, wie lange Sony prüft diesen Fall komplett und wird dagegen was auch noch was machen gegen ihn. Weiß nicht, ob es auch zu einer Anzeige kommt oder was weiß ich, Mac-Bahn oder so. Aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut da rein, euer Vanity.